Sommer kommt zurück in Ruhrkirchen. Heute mit einer Übergangsfolge will ich sie mal nennen. Denn wir sind doch etwas knapp beim Geld und ich möchte jetzt mal ein paar Flüge, ein paar Bewegungen durch die Stadt machen. Wir werden mal ein paar Bewohnerinnen und Bewohner begleiten bei ihrem Leben in der Stadt, um ja die Zeit zu nutzen, Geld zu sammeln, denn durch dieses knappe Budget haben wir einfach das Problem, dass wir immer ewig warten müssen, bis wir uns neue Dienstleistungsgebäude leisten können. Also wir brauchen ein College, wir brauchen für Marxloh ein Krematorium. Wir sehen, bei den Schulen ist noch Bedarf. Ja, also da ist viel zu tun und das möchte ich jetzt das Geld sammeln, indem wir jetzt mal die Zeit ein bisschen laufen lassen. Und die Zeit ja auch für uns arbeiten lassen, bevor wir dann wieder einsteigen in die reguläre Folge. Ich werde also hier im Timeslapse-Modus mal ein bisschen was laufen lassen im Hintergrund. Und dann die nächste Folge ist dann wieder regulär. Da gibt es dann die nächsten Schritte. Das ist dann nämlich hier hinten Marxloh noch mehr erweitern. Müssen uns überlegen, was machen wir hier mit dem Forstbetrieb, der hier eigentlich mitten in Marxloh sitzt. Wenn wir da mal ganz kurz hinfliegen. Na, der sitzt ja hier. Ich finde es eigentlich ganz charmant, den Wald zu lassen, aber ich glaube, wir müssen den Forstbetrieb verlegen. Wir brauchen noch neue Zellen, die wir uns kaufen müssen. Und eigentlich müssen wir auch mal den Eisenbahnanschluss schaffen für den Bahnhof. Aber das sind alles Dinge. Da brauchen wir dann das Zugdepot, wir brauchen ein Busdepot. Ja, also, wir brauchen viel Geld. Andererseits, ich hatte ein bisschen darüber nachgedacht, macht es Sinn vielleicht, einfach umzustellen auf unendlich Geld. Das will ich jetzt auch nicht, aber das Warten, wie gesagt, auf das Geld ist wirklich ein bisschen mühselig. Deswegen, also schauen wir mal, warten ein bisschen, sammeln ein bisschen Geld ein, ziehen die Steuern ein und dann können wir in der nächsten regulären Folge wieder voll einsteigen.